Ein Körper bewegt sich reibungsfrei aus einer Höhe von 2 Meter herab. Berechne seine Geschwindigkeit unten. Die einzige Angabe ist diese Höhe h von 2 Metern. Was wir suchen, ist die Geschwindigkeit, wenn der Körper unten am Boden ankommt. Diese Geschwindigkeit v drücken wir aus in Meter pro Sekunde. Und um die herauszufinden, stellen wir die potenzielle Lageenergie des Körpers oben gleich zur kinetischen Energie des Körpers unten, denn wir sehen ja hier von Reibungen ab. Um die potenzielle Lageenergie und die kinetische Energie zu berechnen, nutzen wir diese zwei Formeln. Also gilt mgh gleich mv² geteilt durch 2. Und wir sehen, dass wir in dieser Gleichung durch m teilen können. Somit führt diese Gleichung zu v gleich Quadratwurzel von 2 mal g mal h. Wir ersetzen g durch 9,81 und h durch 2. Und somit finden wir als gefragte Geschwindigkeit 6,26 Meter pro Sekunde.